Moin und herzlich willkommen zur Gameplay-Vorstellung von Chock. Ich habe den Key direkt beim Publisher erhalten und sonst keinerlei Gegenleistung bekommen und berichte entsprechend vollkommen unvoreingenommen von meinen persönlichen Erlebnissen. Als Prinzessin Chock spielen wir im gleichnamigen Point-and-Click-Adventure gegen einen finsteren Magier. Prinzessin Chock, die Tochter der Königin, wird in den Kerker geworfen. Natürlich lässt das trotzige Königskind diese Situation nicht auf sich sitzen und versucht der Gefangenschaft zu entkommen, um den Zauberer Paroli zu bieten zu können und das Reich vor dessen finsteren Machenschaften zu retten. Ohne eigene Stimme, aber mit starker Mimik und Gestik besitzt das Spiel einen authentischen Hauptcharakter. Die Rätsel in Chock sind durchdacht und angenehm gestaltet, nicht zu schwer, intelligent und mit der Spielwelt verworren. Das Gameplay wird durch Quicktime-Events aufgelockert, welche teilweise frustrierend sein können, da sie plötzlich auftauchen. Sterben kann man nicht, die Speicherpunkte sind immer so gesetzt, dass man kurz vor dem Fehler wieder ins Spielgeschehen geworfen wird. Der Fokus liegt auf unserer kleinen Prinzessin mit dem grimmigen Blick und ihrer zauberhaften Welt. Wer schwere Rätsel sucht, wird enttäuscht. Wer allerdings auf wunderschöne handgezeichnete Szenen steht, kommt hierbei voll auf seine Kosten. Chock ist ein Spiel für die ganze Familie und besticht durch humorvolle Szenen bzw. Cutscenes. Die Story nimmt eine spannende Wendung, aber ich möchte euch an dieser Stelle jetzt wirklich nicht spoilern. Schaut es euch am besten selbst an, wenn ihr das Spiel spielt. Wer also schon immer mal ein Point-and-Click-Adventure spielen wollte, sich bisher aber nicht getraut hat oder gedacht hat, oh, irgendwie finde ich das Passende, der sollte sich Chock definitiv anschauen. Ich selbst habe für Chock ungefähr 3 Stunden benötigt. Ich bin kein erfahrener Point-and-Click-Adventure-Spieler. Von daher würde ich auch sagen, die Spielzeit liegt bei etwa 2 bis 3 Stunden. Für knapp 12 Euro kann man da aber definitiv nichts falsch machen. Und ich spreche an dieser Stelle eine definitive Empfehlung aus. Insbesondere durch den handgezeichneten Stil und die tolle Geschichte lohnt sich die 12 Euro definitiv. Den Link zum Spiel findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst, sollte euch das Video gefallen haben. Und ja, wenn ihr mehr sehen wollt, drückt sehr gern den Abo-Button. Jetzt gibt es noch ein paar Eindrücke von Chock. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Sir Metalizer.